Hallihallo, der Marc vom PC Stabil ist hier bei mir, ist die Julia. Grüß dich, Julia. Hallo. Von wo bist du? Wien. Und du bist wie alt? 18. 18. Gott, dieses Jahr geworden, oder? Ja. Genau. Wir machen ein Zungenpiercing bei dir. Dein erstes Piercing im Leben. Wir machen ein ganz normales Zungenpiercing von oben nach unten. Von unten nach oben, dann nennen wir das einfach so durch. Und da kannst du natürlich noch aussuchen, mit der Steine oder eben einfach selber eine Kugel ohne Stein. Was heißt das denn? Ja. In weiß, in rosa oder hellblau? Hellblau. 1000 Punkte. Passt. Dann haben wir das. So, betäubt haben wir es schon. Für alle, die sich das Video anschauen, fragen, warum sie keine Maske aufhat, und ich kriege diese blöden Kommentare immer öfter. Es ist ganz einfach erklärt. Ich habe eine 1883 3FFP3 Aura auf. Das ist das beste Modell, was es auf dieser Welt gibt. Und es kann FFP3 in beide Richtungen. Das heißt, alles, was ich ausatme, ist FFP3, was ich einatme, ist FFP3. Und da wir hier oben alleine sind, darf ich quasi so bei der lieben Julia das quasi stechen ohne Maske bei dir und bei mir mit Maske. Also ich jetzt immer wieder so Experten, die sagen, ja, das geht nicht, das geht natürlich, man braucht nur das richtige Equipment. So ein Ding kostet auch momentan 30, 40 Euro im Handel. Und das muss man halt auch erstmal bekommen und dann auch kaufen und auch verwenden, dann geht das halt. So. Also, Julchen. Woher kennst du uns? Facebook, Insta, E-Mail? Ich habe euch von Google gefunden. Okay. Und auch ein Video angeschaut und das sah eigentlich ziemlich professionell aus. Cool, freut mich. Schön. Bist auch in guten Händen, keine Angst. Passt schon auf dich auf, dass wir nicht da verunstalten. So, wir brauchen am Anfang lange Stäbe, wie ich immer sage. 22 mm, das ist also die super Länge für den Anfang. Dann haben wir die Kugel für unten in, ohne Stein und für oben wolltest du sie mit hellblau. Ich habe das weiß genommen, nicht depp. So, hellblau. Hellblau, hellblau. Ja? Passt das so? Die Kugel oder? Wie? Ist doch so eine Kugel oder? Ohne Stein? Ja. Okay, ja. Also kein Stein mehr. Na, nichts passiert. Jetzt ist noch Zeit. Also so. Ja. Gut, dann lassen wir das. So wie das ist. Und dann starten wir mal mit dem Prozedere. Mittlerweile wirst du merken, dass deine Zunge sehr taub ist. Die Lippen auch, als ich drauf bekomme. Alles, ganze Mund wird taub. Das ist vollkommen normal. Das liegt am Lidocain. Das macht natürlich den gesamten Mundbereich, alles, wo der Speichel hinkommt, Gaumen, Rachen, alles taub. Das ist jetzt auch sehr schön, das heißt, wir sind jetzt eigentlich startklar zum Stechen. Stechen, hast du mal wieder angeschaut, wie das geht? Nur eins. Okay. Also, dass du halt eben weißt, wenn wir das machen, ich nehme eine Zange, halte die fest, deine Zunge, dann steche ich dir von unten nach oben durch, dann machen wir den Schmuck rein, schrauben das zu und das war's. Okay? Es geht wirklich ganz, ganz schnell und ist vorbei. Wichtig ist nur, dass du deine Zunge wirklich weit und locker rausstreckst. Ja? Also, dass du so mit draußen lässt und sie nicht zurückziehst. Ja, ich halte sie eh fest, aber du musst sie mir wirklich entgegenstrecken. Ja, ich frage sie, dass deine kleine Zunge, also streng dich gleich an, dass die wirklich weit rauskommt. Okay? Gut. Die Brille würde ich dir empfehlen, du runter, weil dann siehst du auch weniger, ist für dich angenehmer. Soll ich sie kurz nehmen? Gut. Dass du jetzt Angst hast, nervös bist, ist vollkommen normal, das hat jeder Mensch und ich verspreche es dir wirklich ganz, ganz schnell. Natürlich spürst du was, es tut kurz zwicken, ziehen, die Hände auf die Zunge weit, das ist normal. Aber es geht wirklich ganz kurz. Okay? Gut, starten wir, los geht's. Gut. Dann drehe ich bitte mal hier rüber. So. So, dann fahren wir so. Und dann werden wir das mal stechen. So. Bist du schon noch drin oder was machst du? Ausbildung. Zu was? Zu mit Tieren. Tierpfleger. Mhm. Schön. Und wie lange brauchst du denn noch? Noch 2 Jahre, insgesamt 4 Jahre. 4 Jahre ist das so. Nicht lange, ja. Das macht Spaß, oder? Mhm. Es ist wichtig, dass man etwas macht im Leben, was einem auch Spaß macht und Erfüllung bringt.
viele machen irgendeinen Job, den sie gar nicht wollen, nur wegen der Kohle. Das ist auch daran nicht gut. So, oder wie? Also. So, ein Stückchen nach vorne. So, Zunge rausstrecken. Ganz locker lassen. Noch ein Stückchen raus, bitte wieder. Kopf ganz nach hinten in den Nacken geben. Das war's. Und was schlimm? Na schon. Ganz weit raus nochmal bitte jetzt die Zunge. Gut, Schmuck ist drin. Bleib mal kurz so sitzen, Julia, und dann haben wir es gleich geschafft. Na, wer hätte das gedacht? Ja. Haben wir geschafft, ne? Schaut noch die untere Kugel zu. So. So, nochmal weit raus bitte. Zum Kontern eben. Okay. Passt Mund zu machen langsam, das war's. So, und wie war's? Cool. Cool? Ja? Einmal gucken, jetzt kann ein bisschen nach links oder rechts gucken, oh, perfekt. Einmal in die Kamera, wenn du so lieb bist, dass man das auch sieht. Gerne, das ist schön. Gefällt es dir? Hast du dir das so vorgestellt? Mhm. Super. Du merkst, das Bewegen und Arbeiten mit der Zunge ist ein bisschen komisch, ein bisschen anders am Anfang. Das ist ganz normal, weil halt einfach die Zunge sich jetzt erstmal dran gewöhnen muss. Bitte schön. Und das geht natürlich dann recht schnell, sobald deine Motorik das wieder ein bisschen lernt, kannst du dann auch wieder besser reden, sprechen, alles. Am Anfang ist es so, dann kommt es echt schon klar, das ist selten. Also die meisten Kunden sind am Anfang sich schwer, aber es klappt schon gut. Wenn die Betäubung weg ist, wird es 10-mal besser für dich, weil dann hast du mehr Gefühl. Jetzt ist ja die Zunge auch kaum, jetzt spürst du nicht so viel. Also sobald die Betäubung weg ist, wird es noch besser für dich. Ja? So, dann haben wir mal hier alles erledigt, was wir erledigen wollen. Wie geht's dir mit dem Kreis auf? Gut. So. Dann werde ich dir mal alles erklären zur Pflege, zur Nachbehandlung. Kann die Mama dann erklären? Ich erkläre es, ich mache es gerne auf, aber ich muss jetzt kurz im Video erzählen, ich kann sie nicht reinlassen. Vielleicht dann nochmal gerne. Erster Schritt ist bitte, dass man die Hände wäscht und desinfiziert. Dann nimmt man die Zahnbürste und putzt sich die Zähne gründlich. Eine Minute lang putzt man die Zähne, ganz normal. Danach nimmst du den vorne den Mundspülung. Da ist ein Messbecher dabei. Da spülst du mit 10 ml, da steht aber auf dem Zettel drauf, eine Minute lang aus. Steht auch auf dem Zettel drauf. Ja? Und zum Schluss nimmst du den Mundspray. Tagsüber nach in der Arbeit, wenn du unterwegs bist, nach allem, was du trinkst, küsst, rauchst oder isst, sprühen. Das heißt, die Mundspülung ist morgens und abends zu Hause. Und das ist tagsüber unterwegs. Ja? Und dann machst du das die nächsten 2 Wochen so und dann hast du dich sehr schön verheilt. Dann kommst du zu mir, dann wechsle ich dir auf ein kürzeres, dann tauschen wir den Schmuck eben aus auf einen neuen kürzeren Stab und dann geht das Leben viel besser. Und am Anfang wird der dich nerven, weil der Stab so lang ist, ist dann eher stressig, aber mit der Zeit wirst du sehen, geht es immer besser und dann, wenn er gekürzt ist, macht es richtig viel Spaß. Und da kommst du, wie gesagt, zu mir, das machst du nicht selber. Du kriegst alles schriftlich, du bist das genau drin, alles, was du machen musst, das bitte nochmal dann daheim durchlesen, dann kann man absolut nichts schief gehen. Okay? Thema Essen, du darfst alles essen, was du willst. Wenn du Schnitzel essen kannst, dann ist Schnitzel. Wenn du Nudelsuppen oder Brühebrei essen kannst, dann isst du das. Einziger, was verboten ist, ist die nicht pasteurisierten Milchprodukte. Die kriegst du aber eigentlich bei Kindergarten nicht. Aber wenn du die normalen Haarmilchprodukte, normalen Pudding, Joghurt, kannst du alles essen. Ja? Ist kein Problem. Brauchst du? Rauchen? Bitte, wenn es geht, 3 Tage nicht. Und wenn du rauchst, wirklich wenig und je weniger, je besser. Also wenn du schaffst, 3 Tage nicht zu rauchen, wäre es wirklich super gut. Okay, wenn du mit den Tieren umgehst, da die tust du nicht ablecken, aber guck halt, dass du dann auch nichts drankommst oder irgendwie, dass du dann mit den Fingern irgendwo dann in den Mund kommst. Also das ist wichtig mit Tieren, Tierhaaren. Ich bin nicht an der Schule. Okay, perfekt, umso besser. Super. Hast du Fragen? Nein. Nicht? Gut. Dann sage ich schon mal danke fürs Filmen lassen, danke fürs Kommen. Und wir sehen uns in 2 bis 3 Wochen wieder zum Wechseln auf den neuen Spruch. Wenn irgendwas ist, meldest dich. Was ganz normal ist, dass die Zunge anschwimmt, der Dicker doppelt so dick. Bitte das ignorieren, das ist normal und bitte keine Eiswürfel essen. Du kannst kühle Getränke trinken dagegen, du kannst auch ein Eis essen, Lutscheis, aber bitte keine Eiswürfel, das ist viel zu kalt und viel zu stark. Okay? Gut.
Das war's. Wenn du Lust hast. Also, sobald du sagst, ich hab Hunger, Durst, darfst du wieder trinken und essen. Mach's am Anfang mit Vorsicht, guck mal, wie es geht. Und dann siehst du gleich, ob es easy geht oder ob es dir schwer wird. Das entscheidet dein Kopf, deine Motorik. Komm klein, das musst du probieren. Ja? Ich habe ein gutes Gefühl, weil du jetzt schon recht gut auch reden kannst und auch die Zunge rauskriegst. Ich glaube, dass es bei dir ganz gut wird. Ja? Passt. Also, danke euch, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Thank you.